So, herzlich willkommen zurück zu dem Let's Play des Jahrhunderts. Na komm schon. La la la. Okay. So. Kies brauchen wir. Ich glaube mal, für diesen Weg nehmen wir am besten diesen diesen Shield Gilda Gravel. Einfach weil wir davon sinnlos viel haben und für Wege reicht der aus. So, das heißt, wir fangen direkt hier an. Dann gehen wir direkt hier so schräg hoch. So, hier haben wir dann so ein bisschen so eine Art. Ne? Gehen wir links oder rechts vorbei? Wir gehen links vorbei. So. Perfekt. Aber einen richtig schönen kleinen Schleichweg. Der geht dann hier so in die Richtung. So, bei dem Baum könnten wir sogar einfach mal, um ein bisschen Variation reinzubringen, hier rechts lang gehen. Machen wir auch. Ja, das wollte ich jetzt eher weniger. Dankeschön. So. Haben wir hier so schön Schleichweg, können hier am Baum vorbei. Badam. Und dann geht es hier einfach direkt weiter. So, hier auch wieder schön am Baum vorbei. Gehen wir hier direkt runter. Das macht Sinn. Dann mache ich das mal nochmal weg. Und gehen hier direkt runter. Wir könnten halt jetzt direkt auch in die Richtung gehen, vielleicht. Macht vielleicht tatsächlich sogar mehr Sinn. Wieder so gleich schön, ne? Schöne Angabestelle, Annahmestelle. Machen wir noch mal so hier.
Perfekt. Ach, das sieht scheiße aus. So. Schon gleich viel besser. Ja, perfekt. Jetzt perfekt. Yay, ich habe kein Fleisch weg. Easy. Hier sieht es noch ein bisschen gekünstelt aus. Ich nehme mal dich weg. So. Perfekt. Yay. Jutchen. Gleich jetzt auf der anderen Seite da. Da geht es dann ja hin zu unserer kleinen. Brücke, die wir bauen wollen. So, das heißt dann, hier geht's weiter. Sehr schön. Haben wir richtig schön so einen kleinen Feldweg, so einen kleinen Kiesweg halt. Ist noch raus hier. So, vielleicht sollte man es hier doch noch ein bisschen weiter abrunden. Sieht hier so ultra unschön aus. So? Oh doch, so ist schon schön. Ach komm. Perfekt. Das ist gut. So ist sehr gut. Hier passen wir auch perfekt dran vorbei und dann können wir hier direkt auf der Höhe dann auch die Brücke bauen. Genau. So. Und hier kommt der hier kommt der Liebrücke hin. Dafür brauchen wir aber Holz. Was war das gerade? Was zur Hölle? Warum können die das? Der, boah, Alter, das gelbe Viech da, guck mal, wie der rennt. Die können einfach, die können doch durch den Zaun? Warum geht das? Warum, ich dachte, der Zaun ist extra dafür, dass es nicht geht. Ich hasse euch alle. Ach, geht doch, sterben. Ah, super. Das heißt, wir werden häufig nachts züchten dürfen. Naja, was soll's. Dann ist es halt so. So, Holz. Wie machen wir die Brücke? Ich würde die gerne aus Slabs bauen. So, hier kommt erstmal. Ja, was denn eigentlich rein? Der Taler zum Beispiel. Der kann hier rein. Und die Fackeln. Und das. Nein. Das. So. Ja, hat gut funktioniert. So, hier kommt das rein und das rein und das rein und das rein.
So, die hier kann ich kombinieren. Das auch erstmal. Okay. Holz. Wir brauchen Holz. Mache ich das aus so einem hellen Holz, also aus dem normalen Holz oder aus Dschungelholz? Ich glaube mal, Dschungelholz ist definitiv zu dunkel. Ja. Ey, ich mache das aus normalem Holz. So. Dann brauchen wir auch noch Geländer. Die Geländer wiederum können wir aus dem Dschungelholz machen. Das gibt so einen schönen farblichen Akzent. Wäre keine schlechte Idee. Da brauchen wir noch ein bisschen Dschungelholz. So. Das heißt, hieraus machen wir erstmal, ja. Wir machen erstmal die Brücke. Dann gucken wir mal, wie groß die Brücke dann wird. Und dann, schauen wir. Alter. Warum rutschen die Tiere durch den Zaun durch? Ist doch scheiße. Bin ich ja jetzt nicht so begeistert von. So. Okay. Wir brauchen Slabs. Dankeschön. 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 Wir nehmen mal erstmal 60. So. Ja, hat gut funktioniert. So, und jetzt kommt da ein Block ran, da ein Block ran, da ein Block ran. Und auf der Höhe kann es dann auch bleiben. Also, das ist noch eins höher. Ja, hat perfekt funktioniert. Hat absolut perfekt, ja. Ich geh sterben. Ja, ich fahr gleich runter, ist mir scheißegal. Ich krieg die Krise. Okay. Wie Placement Tool, ich komme. Ich will jetzt durch den Zaun durch, dann hau ich dich aber platt, du. So, das heißt, oh, da. Und dann kommt es da. Obsidianglas? Warum Obsidianglas? Ich hau dich. Ich hab doch gerade. Ich hab doch dich gerade kopiert. Wieso geht das denn nicht? Geht doch. Weil er ein Hurensohn ist. So. Okay. Na, so scheiße. Ich geh mal auf die Brücke rauf und dann, oh mein Gott. So, hier, wie machen wir hier den Aufstieg, den Anstieg, den genau. Erstmal geht es noch ein bisschen weiter. So, und jetzt kommt dann da unten eine Platte hin und dann kommt hier jetzt ein Block hin. Dann haben wir ein sogenanntes Blockschaltbild. Perfekt. So, jetzt, wir brauchen definitiv noch mehr Holz, das können wir vergessen. So. So, so und so. So. Ha, gut aus.
Ich bin gerade am Überlegen, ob ich die Stützen, weil die Brücke muss ja gestützt werden, ne? Ob ich das mit, da kommen wir, als Stütz mache ich ja wieder Dschungel, also richtig Baum und keine Holzbretter. Und da wäre dann die Frage, vielleicht sollten wir, das sieht ja hier mit den Blöcken natürlich scheiße aus. Die sind alle so straffiert und die sind natürlich wieder so straffiert. Warum ist das so? Wollt ihr mich ärgern? Ist es hier auch so? Ja. Wenn ich den jetzt so platziere, ist er dann auch immer noch so ausgerichtet. Der wird also definitiv an der Welt ausgerichtet und nicht danach, wie ich ihn platziere. Also bringt das auch nichts. Danke, mein Test. Ich hasse dich. Hä? Ach, die werden so ausgerichtet, wie ich stehe. Das ist ja interessant. Ach, leck mich doch am Arsch. Geht das jetzt hier? Kann ich jetzt hier einfach sagen, ja, das geht. Ne, womit Linksklick ist ja quasi austauschen. Und ja, da kann man natürlich auch dann sowas hier mitmachen. So. Schon gleich viel besser. Okidoki. Jetzt kommen die Baumstämmblöcke von unten. Ne, weil die Texturen von dem Dschungelholz, das passt halt eher zu diesem, ne, eher bewucherten Seeflusswaldlein. Von daher. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Na, leck mich doch am Arsch. Gut, ist kein Problem. Wir zählen einfach die 16 minus 2, das sind 14 durch 3. Da kommen wir auf ungefähr 4. 5. Also 1, 2, 3. Ich sehe nichts mehr. 2, 3, 4, 5. Und da kommt jetzt. So. Der war ja schon tief runter. So, 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. Jetzt kommt hier 1, 2, 3, 4. Eins, zwei, drei, vier, genau. Eins, zwei, drei, vier, fünf, perfekt. So, hier kommt jetzt noch das Ding wieder ran, ja. So und so und so. Achso, ich bin den Ball ran. Ah, gut schon wieder. Ich kopiere dich einfach mal. Hat das nicht so geklappt? Oh, diese ganzen Kackwasserblumen hier. So. Perfekt. So, hier mal gleich. Sehr schön. Ja, das hat wunderbar funktioniert. Ich hasse das. Oh. Antrag. Mitkommen. Diese Wasserpflanze, die mir echt hart auf den Sack. Auf den Penis. So. Okay, jetzt
Da. Sieht doch geil aus. Sieht doch genau aus wie toll. Sehr schön. So. Und jetzt brauchen wir... Die kann ich wieder rekombinieren. Jetzt brauchen wir... Zäune. Ich würde gerne 18... Scheiße, ich kann hier drauf gar keine Zäune bauen. Upsala. Muss ich die Brücke also wirklich eins höher machen? Hey, ist aber scheiße. Was soll's, hilft ja nichts. So, dann komm hier. Treppen, kriege ich 6 Stück, ne, ich krieg natürlich 8 Stück. Komm hier 3 hin. Hier kommt denn der erste Slab hin. Das war so schon ganz richtig. Hallo, ich bin nochmal. Geht doch. So, hier unten der Block, den lasse ich sogar mal. Weil das mit 3 Blöcken ganz schön dick aussieht. Ja, also ab. Habe ich eine Axt dabei? Natürlich nicht. Na gut, dann Handarbeit. Es gibt nichts Spannenderes auf der Welt als, Slabs abkloppen. Mindestens dauert Slabs nicht so lange wie diese Fans-Dinger. Da würde ich mir nämlich erstmal eine Spitzhacke holen, eine Axt holen. Aber Slabs geht ja. Sind wir hier quasi sofort durch, ist ja hier, ist ja ohne Verzögerung, Echtzeit quasi. So, genau, das bleibt. Beziehungsweise hier hätte ich sogar dranbleiben können. So. Hier kommen jeweils so Dinger mit doch mehr drauf. Das klappt jetzt nicht so gut. Warum? Hä, warum kombinieren die sich nicht? Was zur Hölle ist jetzt hier los? Ah gut. Dann machen wir es dann nachher gleich anders. Machen wir es wieder mit dem Replacement Tool. So. Genau. Abschlagen. Weil es sieht gerade so aus, als wenn ich hier Flugmodus an hätte, wo ich im Wasser fliege. Aber ich drücke halt einfach die ganze Zeit nur nach oben und weil aber über mir so ein Brett ist, ne, ist natürlich da Feierabend. Witziger Effekt. Besser als wenn wir hier die ganze Zeit halt so hoch und runter. Ich hasse sowas. In Wasser bauen oder abbauen ist absolut ranzig. So, dann gucken wir mal, wenn es eins höher kommt, dann haben wir hier sogar Husmorten jetzt gerade. Ja, da kann ich gerade auf die rechte Maustaste. Dann könnten wir hier unten nämlich sogar diese ganzen Wasserpflanzen wieder hinsetzen. Die haben wir aufgesammelt. So, der Block, der bleibt wieder, genau. So, Wasserpflanzen, da haben wir sie. Ja, komm. So, da haben wir 8 Stück, warte mal. Okay, ist jetzt nicht so viel. Reicht aber für eine schöne Atmosphäre aus. Ja, da reicht's aus und hier. Hä?
denn gerade für eine Aktion? Whatever. So, jetzt haben wir hier schon mal, ne, das Grundgerüst soweit fertig. Jetzt kommt das mit dem Replacement. Haben wir irgendwo einen Block? Natürlich nicht. Das heißt, du musst erstmal einen Block so hinstellen, dass der in die Richtung straffiert ist. Aber diese Ausrichtung von diesen Blöcken, das ist ja... Oh, wir haben gar nicht mehr so viele Blöcke. Der ist natürlich falsch rum. Och, Leute. Was ist los mit diesen Blöcken hier? Wie kriege ich den ausgerichtet? Die sind auch voll falsch ausgerichtet. Ich kriege eine Krise. Okay. Machen wir morgen weiter. Mit dem Schraubendreher. Oder so. Nee. Bis dann.